Hallo und herzlich willkommen, ich bin Samuel Jackson von Android TV. Ja, und wo bin ich? Ich bin in London für euch. Und was gibt's hier zu sehen? Ein Moto X? Nee, scheint nicht so. Sieht aus wie ein Moto G. Wir werden gleich mal gucken. Nach einem kurzen Break werdet ihr sehen, ob es hier was zu sehen gab und was es zu sehen gab. Also nicht abschalten, gleich geht's los. So, da bin ich auch nun schon. Die Veranstaltung ist gelaufen und es ist natürlich wie schon gedacht das Moto G geworden. Klar, das Plakat hinter mir in dem Intro hat es ja schon gezeigt. Moto G ist also praktisch die kleinere Version des Moto X und wir wollen uns das Gerät mal ein wenig genauer anschauen. Ich habe jetzt hier gerade mal in einem kleinen Raum, ich hoffe, ich bin trotzdem noch gut zu verstehen, man gehört natürlich hier noch den Lärm der Pressekollegen, mir ein Gerät geschnappt plus einem sogenannten Shell, Flip Shell nennt sich dieses Teil hier und das ist ein normales Shell, also eine Abdeckung, was es in den verschiedensten Farben gibt. Nachträglich, wir haben hier schon ein schwarzes drauf. Wir wollen uns das Gerät mal ganz kurz ein bisschen angucken, bevor ich es hier an die Kollegen wieder abgeben muss. Das ist ein Vorserienmodell, aber es soll eigentlich schon im Grunde genommen so gut wie ausgestattet sein, wie die Geräte, die im Übrigen am 21. November auch bei uns in Deutschland, unter anderem Saturn, O2 etc. verkauft werden sollen. Also wie gesagt, Moto G, um mal uns das ein wenig anzugucken hier von allen Seiten. Also wir haben hier vorne eine 1,3 Megapixel Frontkamera. Das ist man gewohnt für Videotelefonie, ist nicht so besonders groß. Die Ausstattung daneben befinden sich die üblichen Sensoren für Helligkeit etc. Der Lautsprecher hinter diesem Gitter hier für die Telefonate. Kamera will wieder mal nicht so richtig bei diesem Lichtumgebung. Okay, egal, es gibt eh noch, wir kriegen das Gerät in die Redaktion, hat man uns schon zugesagt, da gibt es dann eh noch ein gewohntes ausführliches First Touch and View Video. Von den Maßen her haben wir hier ein 129,9 mm hoch mal 65,9 mm in der Breite und 6 mm je nachdem an welcher Stelle, man kann es vielleicht so ein bisschen sehen, dass es hier in der Mitte etwas dicker ist. Also zwischen 6 mm und 11,6 mm dick oder dünn, je nachdem wie man möchte. Das Glas selber, das Display besteht aus Corning Gorilla Glass 3, also man sagte auf dem Meeting gerade der neuesten Generation, also gehe ich mal davon aus, dass es das 3 sein wird, weil von 4 weiß ich noch nichts. Wir haben hier ein 4,5 Zoll großes HD-Display. Und zwar mit 1280 x 720 Pixeln und 329 PPI. Im Vergleich zu dem Moto X ist das, also wir machen das auch mal an, damit das hier nicht ganz so langweilig wird. Im Vergleich zu dem Moto X, das hat ein 4,7, auch ein HD-Display, also ein bisschen kleiner geworden sozusagen. Die Auflösung ist die gleiche geblieben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben hier die üblichen Softbuttons, ist ausgerüstet bzw. ausgestattet mit Android 4.3. Es soll aber, das schauen wir uns auch nochmal an, ob das nur gesagt oder auch getan ist, es soll aber eine Garantie geben, die aussagt, dass Anfang Januar 4.4 ausgeliefert wird. Ja, es ist also 4.3, wir sehen das hier, schauen uns gerade mal noch was an, ob wir hier irgendwas Schönes sehen. Ne, weiter nicht. Gehen wir nochmal ganz kurz auf das Gerät weiter ein. Wir haben hier also auf der linken Seite erstmal weiter gar nichts. Wir sehen, wie gesagt, dass es so leicht gewölbt ist, haben auf der Oberseite ein 3,5 mm Audio-Klinkenbuchse und daneben einen Mikrofoneingang für die Geräuschunterdrückung. Dann haben wir auf der rechten Seite einmal den Power-Button und die Lautstärke-Wippe, die so ein bisschen verchromt ist, besteht aber komplett alles aus Kunststoff und an der Unterseite haben wir den Micro-USB-Port und eben wie gesagt das Mikrofon für die Telefonate bzw. Sprachaufzeichnungen. Sind wir an den Seiten rum, gehen wir auf die Rückseite. Ja, ihr seht schon, es ist sehr empfänglich für Fingerabdrücke. Wir haben hier einmal den Lautsprecher dahinter, der auch ordentlich Rabatz macht. Ich habe das gerade schon getestet. Und eine, lasst mich nicht lügen, glaube 5 Megapixel Kamera. Ich gucke gerade noch auf mein Blättchen. Ja, 5 Megapixel Kamera ist korrekt. Das Moto X hatte dazu im Vergleich eine 10 Megapixel Backkamera. Darunter ist Flashlight, Moto Logo, auch wenn es hier so ein bisschen eingewölbt ist, hat keine weitere Bedeutung. Es ist also kein Fingerabdruckscanner oder ähnliches. Ja, ansonsten wie gesagt,
Obwohl es Motorola ja jetzt ein Google-Unternehmen ist, hat man leider nicht zur Auslieferung Android 4.4 KitKat drauf gehabt. Und auch die Rückseite ist leider nicht wie bei dem Nexus so leicht gummiert, auch wenn es jetzt erstmal so aussehen mag, sondern es ist relativ glatt. Auch bei den zusätzlichen Covers, Motorola Shell heißt der richtige Name dafür, ist das also auch nicht weiter anders. Gut, sind wir einmal rum, wollen wir die Zeit nicht zu sehr verplempern. Schauen wir uns das Gerät nochmal ganz kurz hier drin an. Also wir haben schon gesehen, von dem Handling her ist es im Grunde genommen ein rohes Android. Das heißt also, wir haben hier keine weitere UI drauf. Sorry, ich bin gerade nicht in der Kamera. Das macht das Ganze natürlich relativ attraktiv. Auch die Gewährleistung, dass man relativ stabil hier und nah, zeitnah Updates ausliefern will, finde ich auch gut. Was ein bisschen schade ist, wir gucken mal ganz kurz in die Apps rein. Wir haben hier 2, 3 Motorola-Apps hier. Einmal so einen Assistenten. Und was habe ich noch gesehen? Dropbox habe ich jetzt schon draufgehauen. Motorola emigrieren bzw. migrieren. Also das ist so viel wie, wenn ich ein anderes Gerät habe und will auf das hier wechseln, dass ich dann halt die kompletten Daten und solche Dinge mit übernehmen kann. Was haben wir sonst noch hier? Widgets, ja, ist halt noch kein 4.4. Die sind hier noch an der Seite, die Widgets. In dem App-Drawer, ansonsten habe ich jetzt hier erstmal nichts Großartiges gesehen. Zum Speicher vielleicht noch, das dürfte recht interessant sein, denn das Gerät hat hier 8 GB Speicher, gibt es in einer 8 GB Speicherversion und in einer 16 GB Speicherversion. Und wir sehen hier 5 GB ungefähr zur freien Verfügung. Ich habe hier schon 2, 3 Sachen installiert. Das ist natürlich ein bisschen knapp, das muss man schon sagen, aber die Zielgruppe bei diesem Gerät ist definitiv so laut der Ankündigung die Mittelschicht. Also es ist jetzt hier kein High-Gerät, auch wenn wir eine Qualcomm Snapdragon, und dazu gehen wir nochmal kurz in den AnTuTu, den ich auch habe, schon gemacht, da ist er. Übrigens gibt es dazu nochmal den kompletten AnTuTu durchgelaufen in einem extra Video, verlinke ich mal hier unten, ja, da könnt ihr dann draufdrücken, wenn ihr das sehen wollt, ansonsten steht es nochmal in den Informationen oder am Ende. Wie gesagt, das komplette AnTuTu einmal durchlaufen lassen, damit ihr das gesehen habt. Aber was zeigt der AnTuTu, denn wir haben ja hier einen Snapdragon 400 Prozessor mit 1,2 GHz getaktet pro Kern, der demzufolge auch eine Adreno 305 hat, im Gegensatz zu dem Moto X, welches ein Snapdragon, ich glaube, S4 Pro hat mit 1,7 GHz getaktet. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Und was haben wir hier? Ein 17.630 Benchmark-Wert, ja, ist jetzt nicht so der Brüller. Wir schauen nochmal ganz kurz hier in die Special-Daten. Da bestätigt sich das nochmal, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Die HD-Auflösung der Adreno 305. Prozessor steht jetzt hier nicht so mit der Typenbezeichnung, wie ich es gerne hätte. Die Speicherauswahl bzw. Version hier, also die kleine Version. Ja, hier nochmal 5-Megapixel-Kamera, wird es auch nochmal bestätigt. Okay, ja, im Grunde genommen, was hat das Gerät noch? Bluetooth ist dabei, WLAN, klar, im WG- und N-Standard. Ganz interessant vielleicht noch die Fotofunktion. Die fand ich recht angenehm von dem Gerät, weil sie hier ein bisschen anders funktionieren. Und zwar swipet man von links nach rechts, um das Menü zu bekommen. Ja, finde ich also schon mal recht schick. So, damit ihr das auch sehen könnt, sorry. Finde ich also besser als die pure Google-Version, die man also hier, egal wo man drauf toucht, und fokussieren und Foto auslösen, egal wo man hintoucht, hier, zack, macht er das Foto. Na? Wenn man jetzt hier drauf drückt, macht ja auch einen Burst-Modus, also auch das funktioniert. Also das Menü finde ich recht gut. Die Bilder, ja, müssen wir nochmal ausführlich im First Touch and View Video begutachten, inwieweit die denn zu gebrauchen sind oder nicht mit einer 5-Megapixel-Kamera. Was ich jetzt noch ganz schnell zeigen möchte, ist die Rückseite, wie man die abnehmen kann und austauschen kann. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier so auf die Schnelle hin, ohne mir den Fingernagel abzubrechen. Das sitzt schon recht stramm, so viel kann ich schon mal sagen. Ich muss mal eben das aus dem Bild rausnehmen. So,
Und da zeigt sich schon Folgendes. Der Akku, der im Übrigen mit 2070 Milliampere-Stunden, ich muss, ja, 2070 Milliampere-Stunden, korrekt, ausgerichtet ist, lässt sich nicht wechseln. Trotz alledem wurde uns hier prophezeit, dass die Akkuwerte, die kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich das Gerät, wie gesagt, hier gerade mal so in die Hand bekommen habe, sollen sehr, sehr gut sein. Also 2 Tage sollen damit ohne Probleme möglich sein. Das werden wir sicherlich nur nochmal in unserem First Touch and View Video genauer und in einem Langzeittest euch denn berichten. Das kann ich jetzt erstmal nur so weitergeben, was uns gerade eben gesagt wurde. Wir sehen hier den Micro-SIM-Karten-Slot dahinter verborgen für die Karte und, aha, ich sehe gerade, hier ist kein, weil das chinesische Modell hat hier eine zweite SIM-Karte reinzustecken. Das hat der Kollege gerade gehabt, habe ich gesehen, neben mir hat er also hier eine zweite SIM-Karte-Möglichkeit. Das ist dann jetzt also hier schon die deutsche Version, weil in Deutschland wird es das nicht mit 2 SIM-Karten-Slot geben und ärgerlicherweise auch nicht mit einem SD-Karten-Slot, wie man es erwarten könnte, ist aber nicht der Fall. Ihr seht, hier ist weiter gar nichts. Gut, ist für den Preis 8 GB 169 Euro natürlich unschlagbar und für einen Snapdragon-Prozessor nicht das Schlechteste. Und wie gesagt, das ist ein Mittelklassen-Smartphone, dessen muss man sich also bewusst sein. Wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz an. Es gibt also, wie gesagt, unterschiedliche Covers. Motorola nennt sie jetzt Motorola Shell. Preis kenne ich leider noch nicht davon, hat man uns noch nicht sagen können. Die gesehen habe ich jetzt schwarz, weiß, hellblau, dunkelblau, das rote hier, ein orangenes und rosa habe ich, glaube ich, auch noch gesehen. Interessanter vielleicht hier dieses Flipchart und das mache ich jetzt auch tatsächlich mal hier ran, weil zum einen ist hier, also wie üblich bei diesen Flipcharts oder Flipshell nennt sich ja das hier, ist das hier natürlich mit so einem Filz belegt und dadurch reinigt sich das Display natürlich auch wunderbar. Und ich hoffe, er macht das jetzt so spontan. Wenn dieses Ding dran ist, soll es nach dem Öffnen, aha, gleich angehen. Klar, entlocken muss man es noch, aber das ist natürlich eine feine Sache, dass man nicht immer den Power-Button suchen muss, sondern es hat hier gleich entsprechend Smartphone geöffnet. Tut mir leid, Jungs, ich muss heute echt früh aufstehen, um hier nach London zu kommen. Ich bin echt ein bisschen drüber. Alles ausführlicher nochmal in unserem First Touch and View Video, wenn wir das Gerät in der Redaktion haben. Das soll es dann auch von aus London hier gewesen sein, Matt Jackson, für Android TV mit diesem Moto G live aus London. Bis dahin. Tschüss. Zum, 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 zum